Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal was ganz Tolles gefunden. Ein alter Hof, das war früher sogar eine kleine Gemeinde mit ein paar Häusern. Gibt es schon seit über 800 Jahren. Angeblich war hier sogar Martin Luther untergebracht, als er auf der Flucht war. Hat hier wohl genächtigt für ein oder zwei Nächte. Und ja, dann war es eigentlich so bis zur Nachkriegszeit hauptsächlich so eine Art Bauernhof, kann man sagen, so eine Hofgemeinde. Und es hatte bis 2012 angeblich noch 9 Einwohner. Aber das schaut mir so verfallen aus, bin mir jetzt nicht sicher. Also zuletzt wurde es benutzt als Hof bis 1984 war das, glaube ich, habe ich gelesen. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was es da gibt, oder? Dranbleiben. So, ich stehe jetzt hier hinterhalb vom Gebäude. Das sehen wir schon. Die hatten dann hier mal einen Anbau noch. Also ich war schon mal drin, habe ein paar Fotos gemacht. In den ersten Stock kommen wir leider jetzt nicht hoch. Aber ich zeige zumindest das unten rum. Das ist nämlich auch schon sehenswert. Jetzt machen wir erstmal kurz den Anbau. Die hatten dann halt wahrscheinlich hier Strom nachgerüstet und hier noch sanitäre Anlagen eingebaut. Sabine! Und da haben wir die gesagten Toiletten, die anscheinend noch später hinzugefügt wurden. Hier noch ein Badezimmer mit Badewanne. Alles schön befliest. Große Badewanne mit. Und hier noch ganz witzig, gibt es ja diesen Heizboiler, den man sogar noch selber hier befeuern muss, um heißes Wasser zu kriegen. Auch nicht schlecht. Aber der Anbau sieht man schon, löst sie ein bisschen vom Hauptteil ab. Steht auch vorne ein Schild, dass es einsturzgefährdet ist. Das sieht man noch mal hier. Also der Teil wurde später noch hinzugefügt. Anscheinend ging der noch ein Stück länger, aber das ist hier schon alles weggebrochen. Und das ist das eine Haus. Hier hinten kommt dann noch eins. Und da dahinter kommt sogar noch ein Fachwerkhaus, da bin ich auch mal gespannt. Und was mich hier wundert, ich weiß nicht, was das sein soll, ob es hier einen Keller gibt oder ist es eine Kloake. Ich gehe jetzt auf jeden Fall einfach mal hier runter. Höhe bis zum Wasser ungefähr 2,50 Meter. Hinten schwimmt auch eine tote Maus. Aber es geht da auch nicht weiter irgendwo. Auf jeden Fall kommt man nicht mehr raus, wenn man da reinfällt. Das ist schon mal klar. Hier gibt es keine Leiter, gar nichts. Puh. Also wenn man hier nachts unterwegs ist und dann machst du mal Blums, da hast du verschissen. Oh, gemächtig verschissen. So, und hier sehen wir mal den unteren Teil vom Gebäude. Nach oben werde ich nicht gehen. Ich meine, die Treppe schaut zwar eigentlich noch sehr, sehr stabil aus, aber hier oben schaut es ja nicht mehr so stabil aus. Da muss ich jetzt auch mal schnell unten durch, um hier reinzukommen. Darf man nur nicht irgendwo dagegen stoßen, weil so, flop. So, dann haben wir dann den ersten Raum mit, ich weiß nicht, Lüftungsanlage, Klimaanlage, bin ich mir nicht sicher. Ob es die bis 84 schon gab, eine normale Klimaanlage. Aber hier hatten sie anscheinend irgendwas aufgehangen. Vielleicht Wurst
oder Fisch, irgendwas zum Trocknen bzw. zum Räuchern. Deswegen ist da so ein Insektengitter wahrscheinlich dran gewesen. Wo gehen wir denn gleich lang? Halten wir uns mal links. Schön. Weil man sieht hier nur dann die uralte Tapete mit den Blumenmustern. Und drunter der Putz. Wurde natürlich in den 800 Jahren schon öfter mal verputzt oder tapeziert, gestrichen, was weiß ich. Tapete über Tapete. Hier sieht man auch nochmal den Grund, warum ich nicht in den ersten Stock gehe. Na, hier über mir. Schaut jetzt nicht gerade gesund aus, da hochzugehen. Ups, da war der Haupteingang. Von da kam ich an. Ich habe gerade eine Kuh gehört. Mö. Ist auch der Boden schon offen? Sieht man auch wieder Tapete mit Blumenmuster. Hier dann unter dem alten Putz, das gelbe hier, gab es dann nochmal Putz, das bräunliche, wo dann auch wieder ein Blumenmuster drauf gemalt wurde. Also hier wurde mehrfach verputzt, gestrichen, tapeziert. Das muss ein Küchenbereich gewesen sein. Hier auch wieder ganz schön zu sehen, von früher diese integrierten Seifenschalen in den Fliesen, halt schon kaputt. Hier noch eine alte Eckbank. Da kam das Fenster schon reingebrochen, samt Rahmen. Da kann man auch in den ersten Stock hochgucken. Oben hängen noch diese Styroporholzverkleidungen. Und die Wand auch noch schön gefliest. Wahrscheinlich wirklich mal der Küchenbereich gewesen. Sehr schön, ich liebe das, wenn der Putz so richtig abblättert oder diese alten Wandfarben, wo mehrfach drüber gestrichen wurde über die teils schon Jahrhunderte. Da kommen dann immer andere Farben raus, je tiefer man kommt. Schon spannend. So. Ai, ai, ai. Ringsrum wurde eine Mauer gezogen, mal mit so einem schönen Aufgang. Hier geht es zum eigentlichen Eingang hoch, der war ja zu. Und hier noch die Treppen. Zeige ich euch das noch von vorne, sofern man es sehen kann, durchs Gestrüpp. Ganz schön. Ja, dann schauen wir uns mal das zweite an. So, und da ist der Eingang zum zweiten Gebäude. Das waren dann wohl die Stallungen und Werkstatt. Aua. Gleich mal hier so eine schöne Schräge, die gleich in den Keller runter geht, den geben wir uns nachher. Gehen wir mal wieder links rum. Links rum, links rum. Ja. Hier haben wir auch wieder diese schönen Musterungen auf dem Putz. Ganz unten blau, dann dieses bräunliche. Upsi. Dann haben wir hier wieder einen ersten Stock,
Aber nachdem die Balken hier alle wieder so, ja, bisschen morsch sind, gehen wir da auch nicht hoch. Ach, das ist ja toll. Das habe ich gar nicht gesehen. Die haben hier wahrscheinlich Steine aus dem früheren oder jetzigen Steinbruch benutzt. Den gab es ja wahrscheinlich schon ewig. Hier haben wir so Fossilien drinne. Schaut aus wie eine Schnecke. Ja, Ammoniak, Ammoniten. Haben sie hier dann noch schön gebaut mit diesen Steinen. Stein auf Stein. Schaut toll aus. Ich habe mir daheim so eine Tapete gekauft, damit es so toll ausschaut. Die Treppe. Oh. Hier muss ich aufpassen, da ist nämlich der ganze Türstock lose schon. Hier war ein Hühnerstall. Ein Hühnerstall. Hinten sieht man noch, wo sie ihre Eier legen konnten. Hier gab es eine Treppe, da konnten sie dann nach draußen. Aber Eier sind keine mehr drin. Warum liegt da Stroh? Nö. Ja, und hier konnten die Hühner dann ein bisschen rumhocken. Jetzt habe ich aber doch mal hier eine Zeitung entdeckt. Die Bild der Frau. Schauen wir mal nach dem Datum. 11. März 91. Jo, hier waren dann wohl die Stallungen für die größeren Rindviecher oder Schweine. Eigentlich recht groß. Nee, der ist eher total verrußt. Hier in der Nische stand wohl mal ein Ofen drinne. Dann das Abzugsrohr und da noch einen Kamin, einen ziemlich hohen. Haben sie das Fleisch von den Rindviechern gleich verwertet. Und überall haben sie auch diese Nischen hier, wie in dem Haus drüben. Wie hast du das vorhin genannt, so schön? Hausaltar. Hausaltar, das hatten ja früher diese Bauernhäuser ziemlich oft, ja auch heute noch, stimmt. Dass sie da irgendwie so eine Art Hausaltar mit reinmachen. Das sehen wir jetzt hier in dem letzten Raum jetzt mal ganz gut. Die hat nämlich hier dann so eine schöne Holzverkleidung sogar mit dran. Richtig schön verarbeitet. Das sieht man auch noch die Scharniere, weil da gab es auch noch eine Tür dazu, die liegt aber jetzt leider da unten. Das scheint so eine Art Werkstatt gewesen zu sein. Beziehungsweise das könnte auch hier die Fleischverarbeitung gewesen sein, weil wenn ich mir diesen Häcksler hier so anschaue, das könnte auch ein uralter Fleischwolf gewesen sein. Hier mit den Messern drinne. Keine Ahnung. Ja gut, dass der nicht 800 Jahre alt ist, ist klar. Aber der hat zumindest mal einen Motor. Also irgendwann im letzten Jahrhundert. Dann mal auch wieder so Nischen. Hier. Und da. Hier ganz viele Schrauben und Muttern und Federn, Beilagscheiben. Bloß noch hier diesen Keller. Und Sabine hat schon richtig gesagt, das schaut fast so aus wie so ein Mineneingang, wie so ein Stollen. Und diese Schräge. Bist du schon unten? Ah, du bist draußen. Willst du mit runter? Nö. Die Spinne hängt im Weg. Stimmt, die Spinne hängt im Weg. Warte mal. Da haben wir doch hier irgendwas, irgendein Klump. So, Spinne, geh mal weg. Hab schon. Zack. Ja, irgendwo da hinten. So. Ah, das schaut echt toll aus hier. Wie so ein Gewölbe, wie so Mine oder Katakomben. Also ich muss mich ganz schön bücken.
Hi. Schaut aus, als wäre hier so eine Schütte gewesen. Aber das ist eigentlich nur ein ziemlich kleiner Raum. Ah, ist gar nicht. Nö, da geht nur ein paar Meter rein. Und man sieht eigentlich nichts außer ein paar komische Befestigungen an der Wand. Ja, früher, wo sie noch keine Kühlschränke hatten, haben sie immer unterirdisch gekühlt. Höchstwahrscheinlich. Das würde zusammenpassen. Ja, mit dem Fleisch. Mit dem Fleisch, mit dem Fleischwolf da drin. Dann haben sie das Zeug da drin wahrscheinlich gekühlt. So, jetzt schauen wir zum nächsten Gebäude. Das soll ja ein Fachwerkhaus sein. Ich habe es mir daheim aufgeschrieben, wie man das genau nennt. Irgendwas mit Jura. Jura-Bauweise. Ebenerdig, also nur einstöckig. Schauen wir mal hin, ne? So, und da haben wir dieses Fachwerkhaus. Und wie gesagt, in einem der Häusern soll Martin Luther mal genächtigt haben, als er auf der Flucht war. Ja, da kommt man dann rein durch die Brennnesseln, sehr gut. Gut, und das hat man natürlich dann viel, viel später dazu gebaut. Das werde ich jetzt mal gar nicht als lost, weil ich denke mal hier hinten. Ah ja, Mukus. Muh. Guck nicht so blöd. Warum liegt da Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Nein, ich darf Ja gut, hier liegt Stroh wegen den Viechern. Was, Kälber sind auch da. Also es hat zwar jetzt nichts mit Lost Place oder so zu tun, aber wir gehen jetzt mal zu den Kühen. Die haben wir noch Junge. Oh, jetzt haben sie mich gesehen, jetzt rennen sie aber. Die wissen, dass ich gerne Steak esse. Das größte Rindvieh kommt und isst gern Rindviecher. Schaut mal, Mukus. Check mal, ob der Elektro an ist. Spinnst du? Fass doch du hin. Hast du Herzprobleme? Nö, also mach doch. Doch, ich hab Bluthochdruck. Das kannst du mit mir nicht machen. Oh, lock mal eine Kuh an. Vielleicht läuft die dagegen. Hallo. Ja, Angstbieseln. Ja, genau. Komm mal her. Ich habe eh gerade keinen Hunger. Du kannst mir vertrauen. Das haben sie bestimmt ein paar Mal sogar renoviert oder saniert. Weil der ganze Anbau hier, ne, früher hatten sie ja so im Haupthaus, hatten die ja nie irgendwie ein Klo oder so. Die mussten immer irgendwo ins Feld gehen zum Kacken. Oder in ein selbstgebautes Plumpsklo. Und so wie in dem ersten Haus haben sie halt hier wahrscheinlich ein Haus angebaut, einen Hausbereich, weil ich sehe hinten schon Fliesen und einen Wasseranschluss. Gehen wir mal rein. So, und drin sind wir. Also hier ist auch eigentlich ziemlich alles zerschlagen, was es zum Zerschlagen gibt. Schade eigentlich. Hier in diesem Anbau. Damit durchreiche. Und was haben die da reingebaut? Irgendeinen Stauraum oder was? Keine Ahnung. Aber dann das angebaute Badezimmer. Da stand wohl mal eine Wanne. Grünes Waschbecken und grünes Klo. Hinten hängt noch der Toilettenpapierabroller. Ja, sanitäre Anlagen halt. Wie sie halt so ausschauen. Und da haben wir einen Sehungskasten. Ganz interessant. Abgeschaltet wohl 93. Sonst kommen wir in den Ursprungsbau. Und man sieht schon, hier so den Größenunterschied. Also bei mir wäre die Nase weg, wenn ich hier reinlaufe. Also früher waren die Leute klein, deswegen ist ja hier auch alles ein bisschen niedriger. Auch die Deckenhöhe, schaut's mal. Ich habe da gerade mal 6, 7 Zentimeter. Aber alles schön mit Holz ausgekleidet an der Decke. So in den 80ern bestimmt renoviert. Boah, jetzt wäre ich beinahe durch die ganzen Spinnweben gelatscht. Wieder ein bisschen bücken. Ach, hier liegt die Badewanne, ja. Warum liegt die hier? Naja, tapeziert worden ist hier auch mal.
Meinst du einen Krach? Ist aber nichts drin. Schaut aus wie so ein kleines Plumpsklo. Und dann noch dieser Raum hier. Jupp, ein Loch im Boden. Aber einen Keller gibt es hier nicht oder so. Aber alles befliest. Wahrscheinlich ist es eine Art Wohnküche. Und da geht es noch rauf. Mit diesen Leitern habe ich so meine Erfahrung gemacht. Oder beziehungsweise wie die Holzbalken hier drin gebaut wurden. Das erste, was mir über den Weg läuft, sind riesenalte Wespennester. Ja, die habe ich hier oben. Wow. Ach du Schande. Ganz viele Wespennester. Ich höre es auch irgendwo rascheln. So, und hier sieht man mal die ganzen Balken von dem Fachwerkhaus. Aber mehr auch nicht. Nee, ich gehe mal wieder runter. Es sind mir zu viele Nester hier oben. Viel zu viele Nester. Au! Jo! Hui, gehen wir wieder raus. Mehr gibt's hier nicht. Mit der Sonne in der Fresse. Ja, das war's dann hier von dieser kleinen alten Gemeinde. Ganz früher, laut Internet, gab es sogar knappe 20 Einwohner. Wahrscheinlich haben die Tiere mitgezählt, ich weiß nicht. Nee, aber wo nun Martin Luther, wenn man seine Spuren verfolgen möchte, in welchem Haus der jetzt wirklich war, keine Ahnung. Man weiß ja auch nicht, wie das Ganze war mit der Flucht. Auf jeden Fall hatte er hier anscheinend Sympathisanten. Und dann gehe ich eh mal davon aus, die haben den irgendwo versteckt im Keller oder sonst wo. Wenn der eh bloß für eine Nacht oder so da war, war es dem wahrscheinlich eh egal, vielleicht war er im Stall. Ja. Mehr gibt es hier nicht. Ich habe auch nur auf Google Maps die drei Gebäude gesehen, eigentlich, ja. Und Kühe. Nehmen wir noch eins mit zum Abendessen. Ja, so ein kleines Kälbchen. Kalbsrahmbraten. Ja. Kalbsrahmbraten mit Spätzle. Oder gescheite Soße. Ja, gescheite Rahmsoße dazu. Oh, jetzt kriege ich Hunger. So, in diesem Sinne, das war's von hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Ja, sieht man es nochmal hinten, das große Haupthaus. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.